Hallo meine Lieben, ich mache heute mal endlich wieder ein Favoritenvideo. Und zwar habe ich das ja schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Aber jetzt dachte ich mir, es hat sich wirklich schon wieder einiges Neues bei mir angesammelt, das ich euch gerne vorstellen wollte. Und dann würde ich sagen, starten wir auch einfach mal ja, mit den Beauty-Sachen, mit dem Naheliegenden. Großer Favorit von mir war in der letzten Zeit dieses Bronzing-Puder. Und zwar ist es von Bourjois, das berühmte Schokoladen-Bronzing-Puder. Das hat halt diese typische Schokoladenform mit diesen ja, kleinen, wie nennt man das, kleinen Täfelchen oder wie auch immer, wie mit den kleinen Schokoladenstückchen. Und der riecht auch unheimlich gut. Also, oh, der riecht echt total lecker. Irgendwie so ein bisschen auch nach Vanille, finde ich. Also ja, da würde man am liebsten gerne reinbeißen. Machen wir natürlich nicht. Aber er riecht schon mal sehr gut. Das ist ein großes Plus. Und noch dazu ist er natürlich auch als Bronzer an sich sehr, sehr gut. Ich habe ja auch von P2 den What's Up Beach Babe Bronzer, den alle ja so lieben und so. Und den besitze ich auch, aber der ist bei mir schon fast leer. Und deswegen traue ich mich schon gar nicht mehr, den zu benutzen. Und habe jetzt schon längere Zeit nach einer Alternative gesucht. Und den Bronzer habe ich mir gekauft, als ich in Irland war, in Dublin im März, genau. Also wirklich schon sehr, sehr lange her, oh mein Gott. Und ich habe den seitdem häufig verwendet, aber dafür, wie ihr seht, ist er noch gar nicht so abgenutzt. Also der hält sich recht gut und lange. Und ich habe jetzt die Farbnuance 51. Es gab, glaube ich, auch noch eine heller oder eine dunkler. Aber den finde ich sehr gut. Und ja, das Negative ist halt nur, dass es diese Marke Bourjois nur in Städten gibt, wie zum Beispiel Hamburg, bei dieser Drogerie, die nennt sich, glaube ich, Butnikowski. Ja, müsst ihr mal gucken, ob ihr da hinkommt. Ansonsten glaube ich, könnte man es auch übers Internet bestellen. Ja, müsst ihr mal gucken. Oder ihr freut euch drauf, den dann irgendwann mal mitzunehmen, falls ihr mal in so einer Stadt seid, wo es diese Drogerie gibt. Auf jeden Fall ist der sehr, sehr gut. Das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist ein Lidschatten. Und zwar ist es von Manhattan aus dieser Duo-Lidschattenreihe. Das ist dieser hier. Die Farbe Peach Party. Einmal diese, ja, lilane, violette Seite und dann einmal diese pink mit Gold durchzogene Seite. Ich zeige euch den auch gleich nochmal aus der Nähe. Und ich finde ja, dass man diese Seite auch wirklich sehr, sehr schön als Highlighter verwenden kann. Das hatte ich jetzt in den letzten Tagen ja oft gemacht. Wenn es nicht ganz zu heiß war, dann ja, ging das schon ganz gut. Und es gibt wirklich einen ganz, ganz schönen Glow. Also ich bin da ganz verliebt in diese Farbe hier. Und ich würde euch dann aber empfehlen, falls ihr jetzt als Highlighter verwenden wollt, euch einen davon zu suchen, bei dem nicht zu viel Pink drin ist, sondern mit dem man auch wirklich schön noch das Gold sieht. Das ist jetzt hier halt der Fall, aber das war nicht bei allen Pöttchen so. Weil, ja, als Highlighter, wenn ich den als Highlighter verwende, versuche ich halt wirklich immer mit dem Finger besonders halt in dieses Golden reinzugehen, damit ich jetzt nicht ganz so viel Pink habe, sondern eher Gold. Genau, aber auf dem Auge macht er sich auch sehr schön. Gerade in Kombination eben mit diesem dunkleren Ton. Und die Pigmentierung ist auch super und die Haltbarkeit. Von daher kann ich euch den nur ans Herz legen, mal auszuprobieren. Und dann geht es weiter mit einem Highlighter. Und zwar ist es von Catrice, einer aus einer, ja, aus einer LE leider. Ich habe erst überlegt, ob ich euch den zeige. Aber dann dachte ich mir, wenn ihr den vielleicht wirklich haben wollt, dann könnt ihr vielleicht ja mal bei Kleiderkreisel oder so danach gucken. Und zwar ist das dieser hier mit diesem Blumenmuster. Die LE, die hieß, glaube ich, Spectacular Art oder Spectacular Art, irgendwie so. Und der ist wirklich sehr, sehr schön dezent. Also merkt man jetzt auch gerade im Vergleich zu dem, wenn ich jetzt aus dem Lidschatten das als Highlighter verwende, ist der schon um einiges dezenter. Also das ist wirklich nur ein Hauch von Schimmer. Also ja. Andere nehmen es vielleicht gar nicht wahr, aber es kommt ja darauf an, was man selbst darüber denkt und wie man es selbst findet. Und ja, das ist auf jeden Fall dieser hier. Sehr, sehr oft getragen und ja, sehr geliebt von mir. Und früher war ich ja gar nicht so für Highlighter irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand immer, das sah sehr künstlich aus. Aber mittlerweile finde ich, wenn man es richtig ansetzt, dann kann das sehr, sehr schön aussehen. Und deswegen, ja, verwende ich eigentlich jetzt auch schon täglich immer Highlighter. Und das letzte Produkt vom Beauty-Bereich ist ein ja, Lippenpflegeprodukt oder Lipgloss. Und zwar ist es der Clarins Eclat Minute. Ich bin ja, dem Trend aufgefallen, wo der Trend wahrscheinlich schon wieder abgezogen ist. Aber ich bin immer so eine Spätsünderin. Ich weiß
weiß auch nicht. Ich konnte mich irgendwie nie durchringen, den zu kaufen, weil der ja auch 15 oder 16 € kostet. Aber dann hatte ich letztens einen Douglas-Gutschein und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt kaufe ich ihn dir mal endlich. Und ich bin, naja, sehr begeistert von dem. Es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich habe jetzt die Farbe 05. Früher gab es ja, glaube ich, nur drei Farben oder vier. Und jetzt gibt es ja noch einige mehr. Also jetzt gibt es, glaube ich, sieben Farben oder. Ja, plus minus eins, würde ich jetzt mal so sagen. Da war es schwer für mich zu entscheiden, gerade weil ich online bestellt habe und die nicht an mir selbst ausprobieren konnte. Aber ich, ja, bin mit dieser Farbe ganz zufrieden. Ich glaube, das war ein ganz guter Kauf und den, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ihr habt schon alle tausendmal was darüber gehört. Ja, macht die Lippen zart weich, pflegt zugleich, aber spendet auch Glanz. Spendet auch Glanz? Nee, ich wollte sagen, spendet Feuchtigkeit. Aber gibt auch schönen Glanz ab und macht ein schönes Finish auf den Lippen und ist halt so ein Weichzeichner-Effekt, wie als ob man mit Photoshop irgendwie so über die Lippen gegangen ist. Ja, das ist der. Bei den Körperprodukten hatte ich zwei Lieblinge in der letzten Zeit und zwar ist es zum einen diese Fußlotion von Balea, die Wellness-Fuß-Samtlotion mit Limonengras und Limette, oder? Nee, Limonengras und Minze, genau. Und die ist wirklich unglaublich erfrischend für die Füße. Gerade bei diesem heißen Wetter jetzt momentan ist es ganz, ganz toll, die in den Kühlschrank noch zu stellen. Dann ist sie auch noch zusätzlich kalt. Und ja, dann hat sie wirklich einen ganz, ganz erfrischenden Effekt, obwohl sie auch so schon sehr erfrischend ist durch diese Minze, die da drin ist. Die, ja, die riecht auch einfach total, wie kann man das schreiben? Sie erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ihr könnt ja einfach mal selbst dran riechen, wenn ihr da Interesse habt. Vor allen Dingen, ja, für die Füße hatte ich eigentlich sonst noch nie sowas, habe ich mich eigentlich auch nie so drum gekümmert, wenn ich ehrlich bin, die so einzucremen. Aber ja, diese Creme, die gibt wirklich ganz, ganz toll Erfrischung und hält dann auch lange an. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, die mal auszuprobieren. Und dann jetzt auch noch was für den ganzen Körper, und zwar ist es eine Bodymilch. Bodymilch? Körpermilch. Körpermilch, genau, oder Bodylotion von Garnier, die Kakaobutter, genau, Geschmacks- oder Geruchsrichtung Kakaobutter. Die habe ich schon ganz, ganz lange und ich wechsle aber immer wieder zwischenher. Aber jetzt in letzter Zeit war irgendwie meine Haut ein bisschen trockener als sonst und da habe ich die verwendet und da ja, war ich wieder ganz angetan von der, dass die wirklich so gut Feuchtigkeit spendet. Also ich würde jetzt zwar nicht unterschreiben, dass die 7 Tage hält, das glaube ich jetzt nicht so ganz. Weil, ja, ich creme mich damit eh eigentlich jeden zweiten oder dritten Tag ein. Von daher habe ich das auch noch nicht erprobt, aber ich glaube es halt nicht so ganz. Aber die ja, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr wirklich was sucht, was gut Feuchtigkeit spendet, dann ist die echt top. Und dann aus dem Haarbereich habe ich ein Shampoo. Und zwar ist das von Paul Mitchell, das Volume Extra Daily Shampoo. Das ist jetzt nur eine kleine Probe, die ist auch leider fast leer, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich finde die echt super, super gut. Also, beziehungsweise das Shampoo finde ich super gut. Ja, das gibt wirklich dem Haar sehr viel Volumen, was ich aber anmerken muss. Also, bei den heißen Temperaturen momentan benutze ich es nicht, weil es auch sehr stark auf Luftfeuchtigkeit reagiert. Also, wenn viel Luftfeuchtigkeit ist, dann werden eure Haare schon sehr buschig irgendwie, so aufgebuscht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber die. Ja, das verträgt sich halt nicht so gut, das merkt man direkt. Also das verträgt sich nicht so gut mit dem Shampoo, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Deswegen würde ich euch das eher an kühleren Tagen empfehlen. Aber als ich es da benutzt habe, war es immer sehr, sehr gut und hat meinen Haaren schön Volumen gegeben. Und ich werde mich jetzt auch demnächst nach der Originalgröße umgucken, auch wenn sie leider nicht ganz billig ist. Fashion-Bereich habe ich sehr, sehr gerne Statement-Ketten in letzter Zeit getragen. Und da habe ich euch jetzt beispielsweise mal ein paar rausgesucht. Und zwar ist es zum einen diese schöne Perlenkette, also meiner Meinung nach sehr schöne Perlenkette von Zara. Die hat halt goldene, silberne und wie nennt man das denn? Beige Perlen? Weiße Perlen? Normale Perlen? Ihr seht es ja, ne? Auf jeden Fall ja, habe ich die wirklich sehr gerne getragen, weil ich finde, die kann man auch sehr schön kombinieren. Oder welche ich auch sehr gut fand, ist diese hier. Die habe ich ja neu von Primark. Habe ich jetzt auch schon öfters getragen. Oder, ich muss hier mal drankommen an die ganzen Sachen. Oder die von Promote. Die habe ich euch ja auch schon mal vor längerer Zeit gezeigt, als ich mir die gekauft habe. Ja, die fand ich sehr schön. Also Statement-Ketten bin ich total der Fan von momentan.
ein weiteres Lieblings-Fashion-Teil sind auf jeden Fall meine neuen Sandalen. Und zwar spreche ich von diesen Schleifensandalen von der Marke Topage. Taupage? Irgendwie so. Von Zalando bestellt. Im Sale waren die. Ja. Die sind sehr, sehr hübsch, finde ich. Ich habe mich direkt in die verliebt, als ich die gesehen habe mit dieser Schleife. Das ist ja immer, oh, das ist total mein Ding, sage ich mal. Und die habe ich auch schon sehr häufig angehabt. Sind auch sehr bequem, muss ich sagen. Und genau, hier unten haben sie noch diesen Absatz. Und das ist ein absoluter Favorit jetzt von mir gewesen in der letzten Zeit. Im Sommer kann man ja wirklich sehr, sehr gut viele schöne grelle Farben tragen. Aber als Abwechslung fand ich auch mal so ein paar gedecktere oder schlichtere Farben ganz schön, weil ich sonst wirklich sehr, sehr viele knallige trage. Und da habe ich jetzt den von Catrice als Lieblingsnagellack auserkoren aus einer LE, die vor kurzem da war. Und zwar hieß die LE Hip Trip. LE, genau. Und die Farbe lautet C03 The Salmon Dance. Und es ist ein ganz, ganz ja, schöner rosa Ton, der noch so ein bisschen schimmert und so ein paar kleine Glitzerpartikel drin hat. Und den, ja, finde ich sehr hübsch. Und den habe ich, ja, ich glaube schon am meisten getragen in letzter Zeit, weil ich halt einfach mal was anderes wollte und keine knalligen Farben. Ja, das ist der. Und der ist auch im Auftrag sehr gut. Also falls ihr den noch bei Kleiderkreisel oder so kriegt, dann oder seht, dann könnt ihr da ruhig zuschlagen. Ich finde, der lässt sich sehr, sehr gut lackieren. Und auch der Pinsel ist sehr schön breit. Also ich empfinde es zumindest als sehr schön. Und jetzt wird es lecker schmecker. Jetzt gibt es meine Lieblingsessensprodukte. Und da habe ich zum einen erstmal Himbeeren. Ich stehe momentan total auf Himbeeren. Sonst war ich irgendwie nie so der Fan davon, die Jahre davor. Aber jetzt momentan habe ich sie neu entdeckt und kaufe sie mir auch seitdem immer wieder nach. Ja, einfach mal beispielsweise eine Packung, die noch voll ist, habe ich euch mitgebracht. Und dann habe ich auch noch Haferflocken, genau. Und zwar, ja, sind es gerade so mal Haferflocken, ne? Die habe ich mir gekauft, weil die ja sehr, sehr gesund sein sollen. Und ich habe mich in letzter Zeit sehr viel interessiert für das sogenannte Clean Eating. Also einfach das sehr gesunde Essen ohne Zucker und ja, und so weiter und so fort. Und da war das sehr oft, waren sehr oft Haferflocken als Frühstücksalternative angegeben in vielen Rezepten. Und deswegen dachte ich mir, kaufe ich mir die einfach mal, um da auch was nachzumachen. Und da wollte ich euch ja generell fragen, was ihr davon haltet. Ich wollte nämlich bald mal ein paar Rezepte für das Clean Eating ausprobieren. Also nicht nur Frühstückssachen, sondern auch andere Rezepte. Ob ihr das gerne sehen wollen würdet. Also ja, wie ich das mache, ein paar Rezepte und wie ich das dann finde. So eine kleine Review auch, wie das mir dann schmeckt. Das könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und dann habe ich noch ein Müsli. Ich bin ja eh der totale Müsli-Freak. Also ich liebe das einfach, dieser Geschmack von Milch und dann irgendwie sowas Crunchiges. Das ist, oh, ja, ist total mein Ding. Und da stehe ich momentan total auf die von Kellogg's auf das Müslix in Chocolate. Das ist sehr, sehr lecker. Das sind so Crunchies und dann eben noch mit Nüssen und mit so kleinen Schokoladenplättchen. Also ist jetzt nicht so gesund, aber ja, muss auch mal sein und ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, aber die muss ich ganz kurz aus dem Gefrierschrank holen. Also bis gleich. So, und zwar ist die Sache, die ich jetzt geholt habe, ein Eis. Und zwar, tada, ist es Domino-Eis. Ja, das liebe ich total momentan. Habe ich wieder entdeckt für mich. Und mal nebenbei, die Verpackung sieht doch ultra cool aus, oder? Also mit diesem 80er-Design. Das sieht doch echt, ja, richtig, richtig nice aus. Nice. Gott. Richtig, richtig gut. Genau, lassen wir es einfach dabei. Und ja, das habe ich früher schon öfters gegessen, ihr bestimmt auch. Oder als Kind hat man das, glaube ich, ziemlich oft gegessen. Aber dann ist es so ein bisschen unter den ganzen Neuheiten wie Snickers und Mars-Eis und was es noch alles gibt, in Vergessenheit geraten. Aber jetzt, ja, weiß ich auch nicht warum, hat mich die Verpackung so angelacht und dann dachte ich mir, nehme ich das mal mit. Und das ist wirklich unglaublich lecker, finde ich. Also kann ich euch nur empfehlen. Echt was für den kleinen Eishunger zwischendurch, wenn man jetzt irgendwie nicht so ein großes Magnum-Eis will, dann. Ja, es ist einfach optimal.
Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschiede ich mich dann jetzt auch. Das waren jetzt alle meine momentanen Favoriten. Ich wollte euch dann noch fragen, wie ihr das so findet, wenn ich das so in Kategorien unterteile, wie ich das jetzt gemacht habe. Ob ich das beibelassen soll oder ob ich das alles mischen soll oder ob ich eine Kategorie weglassen soll oder ob ihr noch eine Idee für eine neue Kategorie habt. Ja, wenn, genau, wenn ihr da irgendwie was euch zu äußern wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall freuen, da was zu lesen. Und ja, ich gehe jetzt gleich raus. Es ist nämlich wieder sehr schönes Wetter. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Wochenstart. Und dann bis zum nächsten Video. Here we Tschüss! go back, this is a moment. Tonight is a night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can